Joyce, schönen Dank für die Einführung und herzlichen Dank, dass ich hier sprechen darf. Ich muss jetzt doch erstmal meine Nervosität etwas bekämpfen, muss ich zugeben, die habe ich. Also ich habe für die Verbände gearbeitet, aber ich habe auch 20 Jahre am Backtisch gestanden. Also ich habe irgendwann mal mein Politikstudium an den Nagel gehängt, weil ich das Gefühl habe, wir können doch was verändern, wenn wir es praktisch angehen. Und ich habe in Hannover in einem Bäckereikollektiv gearbeitet, 20 Jahre lang Getreide aus der Region verbacken. Und wir haben 1200 Haushalte rund um uns versorgt. Also ich habe schon einige praktische Erfahrungen auch. Also die Frage ist, was landet 2030 auf dem Tisch deutscher Konsumentin? Diese Frage wurde mir gestellt. Vorab einen Blick aufs Ganze. Wir wissen, dass 4 der 9 biophysischen Grenzen unseres Planeten überschritten sind. Das ist der Klimawandel, das ist die Biodiversität, das ist der Stickstoff- und Phosphoreintrag in die Biosphäre und das ist die Landnutzungsänderung. Was also in 14 Jahren auf unserem Tisch standet, sollte unserem Wissen entsprechen und einer Praxis, die sich gegenüber den Interessen der kommenden Generationen und der Völker verantwortet. Für mein Schlaglicht habe ich einen Punkt ausgewählt, den Aspekt Vielfalt. Wie ist es aktuell um die Vielfalt auf unseren Tisch bestellt? Ein kurzer Blick auf die einzelnen Sektoren der Wertschöpfungskette, den Lebensmittelhandel. In Deutschland beherrschen 5 Konzerne rund 85% des Lebensmittelhandels. Der Markt ist gesättigt und Marktanteile können nur noch durch Verdrängung von Mitbewerbern gewonnen werden. Der auf Wachstum getrimmte Wettbewerb wird auf dem Rücken der Erzeuger, der Hersteller und nicht zuletzt der Mitarbeiterin ausgetragen. Faire und unfaire Vertragskonditionen werden diktiert, genauso wie die Preise. Dass der Handel in seiner Funktion als Flaschenhals künftig aus Einsicht und Verantwortungsbewusstsein einen positiven Einfluss auf die sozialen und ökologischen Bedingungen in dieser Wertschöpfungskette ausübt, steht aus meiner Sicht nicht an, das ist nicht zu erwarten. Das Gegenteil ist der Fall, wenn Abkommen wie CETA und TTIP und Co. die nächste Stufe der Marktliberalisierung erreichen bei der Jagd des Kapitals nach Rendite. Das ist im Moment die Aussicht, die wir hoffentlich noch verhindern können. Zum nächsten Sektor, den Lebensmittelkonzernen. Wie ist es um die Vielfalt in den Regalen, in den Supermärkten und Discountmärkten bestellt? Sie scheint riesig. Beim genauen Hinsehen jedoch wird klar, dass die meisten Marken aus den gleichen Häusern stammen. 10 riesige Lebensmittelkonzerne beherrschen weltweit die Märkte und produzieren unter verschiedenen Markennamen Vielfalt aus einer Hand. Der Agrarhandel, wie sieht es da aus? Der Inbegriff von Machtkonzentration im Agrarhandel ist der sogenannte ABCD-Komplex, also AMD bis Bunge, Cargill, Dreyfus. Diese 4 Händler sind heute an 90% des Getreidehandels weltweit beteiligt und ihre globalen Aktivitäten gehen weit darüber hinaus. Ich greife jetzt einen Sektor raus, aus dem ich komme, die Mühlenstruktur. Vor 75 Jahren, das ist fast unvorstellbar, gab es in Deutschland 18.000 Mühlen, 1960 2.200 Mühlen, aktuell noch 200 Mühlen, die nicht 200 Besitzern gehören, wobei hier in Europa eine der größten Mühlenkonzerne das Sagen hat, Good Mills, gehört zu den weltweit 4 größten Playern. Auch hier bleibt die ganzheitliche Qualität, Nähe, lokale Versorgungssicherheit beim Kampf um Effizienz und Kostenstruktur im Mühlenbereich brutal auf der Strecke. Ich hätte jetzt gerne noch einen Blick nach Südafrika geworfen, denn wenn wir uns die dortige Situation angucken, wird deutlich, gerade in Bezug auf Getreide, Mehl und Brot, wie sich, wenn die Wertschöpfungskette sich weiter verflechtet, wie es um unsere Wahlfreiheit, Gesundheit und Vorsorgesicherheit und Qualität unserer Nahrungsmittel bestellt ist, nämlich äußerst schlecht. Die Landwirtschaft. Philipp wird dazu noch mehr sagen. Nur ein Schlaglicht, 70% der landwirtschaftlichen Flächen gehören in Deutschland nicht mehr den Landwirten, die sie bewirtschaften. Ein Zitat von Maria Heubuch aus Landjäger Europas, Äcker im Ausverkauf. Landkonzentration geht in Europa in der Regel legal über die Bühne. Moderne Landjäger, oft Kapitalgesellschaften, kaufen Land, um auf künftige Teuerung der Lebensmittel und Rohstoffe zu wetten. Gleichzeitig weitet sich die agrarindustrielle Erzeugung in immer größeren landwirtschaftlichen Strukturen aus. Das
wie wir wissen, bedroht die Artenvielfalt unser Grundwasser und unsere ländlichen Strukturen und die Qualität des Lebensmittels. Wem gehört das Land? Wer soll es besitzen? Darauf wird Philipp eingehen. Die nächste und eigentlich zentrale Wertschöpfungskette, die uns als Bäckern auch sehr am Herzen liegt, ist das Saatgut. Wir wissen, dass die Vielfalt unserer Kulturpflanzen, der unbeschreibliche Reichtum, die Absicherung unseres Planeten darstellt. Seit 1910 sind 75% der bekannten Kulturpflanzensorten verloren gegangen. Vor diesem Hintergrund sind die Konzentration am Saatgutmarkt, die Privatisierung genetischer Ressourcen, die biotechnologische Entwicklung nicht nachbaufähiger Hybridpflanzen mit millionenschwerer Förderung aus öffentlichen Mitteln nicht hinnehmbar. Hier stellt sich massiv die Frage nach der politischen Verantwortung und der Wahrnehmung staatlicher Vorsorgepflicht. Für mich steht außer Frage, dass Rohstoffe und Nahrungsmittel der skizzierten Profitmaximierungskette, anders würde ich sie nicht nennen, 2030 nicht auf unseren Tisch gehören. Denn die Machtkonzentration in der Land- und Lebensmittelwirtschaft in Verbindung mit der Zerstörung bäuerlicher Betriebe und kleiner und mittlerer Handwerksunternehmen und lokaler Strukturen erhöht den Druck auf die gesellschaftlichen Bedingungen. Die Schere geht weiter auseinander und die Einkommen- und Menschenrechtssituationen werden nicht besser, sondern sie untergraben demokratische Strukturen. Der positive Blick. Was steht nun 2030 bei uns auf dem Tisch? Die Antwort liegt in unseren Händen und ich möchte eine kleine Fiktion dazu ausbreiten. Heute ist der 30. September 2016 und wir stellen uns jetzt den 30. September 2030 vor. Hier um die Ecke, am Lausitzer Platz, feiert eine Bäckerei ihr 10-jähriges Jubiläum. Die Bäckerei wurde als weitere lokale Stadtteilwerkstatt kurz nach dem europaweiten Aktionstag des Transition Movements im Januar 2020 eröffnet. Diese Bewegung für den Wandel wurde 2016 im Rahmen des Wir haben es satt-Kongresses gegründet. Dieses europäische Netzwerk hat mittlerweile in vielen Städten und Gemeinden Selbstversorgungsstrukturen aufgebaut. Sie umfassen die Versorgung mit Energie, mit Wasser, mit Lebensmitteln, mit den Bereichen der Mobilität, Transport, Wohnen, Kleidung, Reparaturwerkstätten und Gesundheitsversorgung. Zurück zu der Stadtteilbäckerei, in der junge Menschen täglich rund 1000 Kilo Brot herstellen. Das Handwerk und die Betriebsorganisation haben sie in einer freien Ausbildung gelernt. Im Rahmen dieser Ausbildung haben sie auch Wissen, Erfahrung und praktisches Können in Betrieben der Landwirtschaft, der biologischen Züchtung und der Müllerei gesammelt. 2017, kurz vor der Bundestagswahl, hatte eine breite gemeinsame Protestbewegung von Bäuerinnen und Bauern und Handwerkerinnen dafür gesorgt. Der Protest richtete sich gegen die Folgen der Exportwirtschaft, der Exportorientierung in der Land- und Lebensmittelwirtschaft. Es betraf damals insbesondere die Milchviehbetriebe und gegen die stetig zunehmenden bürokratischen Reglementierungen des Handwerks. Im Nachklang dieser Proteste 2017 war in Deutschland dann der Meisterzwang gefallen im Handwerk und es konnte sich endlich eine freie Ausbildung entwickeln, die attraktiv war fürs Handwerk, denn wir brauchen Handwerker. Also eine Ausbildung, in der menschliche Eigenschaften wie Fantasie, Aufmerksamkeit, Improvisations- und Kombinationsgabe denen wieder Raum und Zeit gegeben wurde. Auch das Wissen um die Ganzheitlichkeit von Rohstoffen und Prozessen wurde gefördert. Der aktive Gebrauch unserer 5 Sinne und das Zusammenwirken von Herz, Hand und Hirn ermögliche Eigenschaften wie Souveränität und zielgerichtetes, ursächliches Denken. Eigenschaften, die zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen dringend gebraucht werden. Auch aus diesem Grund hatte der Aufbau handwerklicher Betriebe zur Versorgung lokaler Gemeinschaften eine ganz neue Bedeutung erlangt. Wie Menschen lernen und wie sie ihre Arbeit verrichten, bestimmt die Gestalt der Gesellschaft. In der Bäckerei werden frei verfügbare, nachbau- und entwicklungsfähige, biologisch gezüchtete Sorten verarbeitet. Werterhaltende Herstellungsverfahren werden in Zusammenarbeit mit freien Wissenschaftlern, mit Müllerinnen, Werkzeugmacherinnen weiterentwickelt. Und die eingesetzte mittlere Technologie dient den Menschen und nicht umgekehrt. Das Getreide stammt von bäuerlichen Betrieben, die in dem Verbund Fair und Regional Berlin-Brandenburg organisiert sind und ökologisch regenerativ wirtschaften. Vermahlen wird das Getreide in einer Mühle vor den Toren Berlins, die schon kurz davor war,
ihre Walzenstühle endgültig stillzulegen, als 2018 die Anzahl der Bäckereien unter 8.000 gesunken war. Träger der Bäckerei sowie weiterer handwerklicher Betriebe hier im Stadtteil, dazu gehört auch eine Markthalle, die an 2 Tagen in der Woche einen Bauernmarkt stattfinden lässt, ist eine Genossenschaft, in der inzwischen 2.000 Stadtteilbewohner organisiert sind. Alle hergestellten Backwaren finden ihre Abnehmerin und die Verschwendung von Lebensmitteln gehört der Vergangenheit an. Zurück zum heutigen Tag. Die Zukunftsvision ist keine Fiktion, sondern sie ist weltweit an verschiedensten Detailpunkten schon auf den Weg gebracht. Welche Weichen dafür zu stellen sind, was wir gemeinsam anpacken müssen und welche politischen Forderungen sich daraus ergeben, können wir hier auf dem Kongress diskutieren. Der Aufbau und die Weiterentwicklung lokaler, solidarischer und autonomer Versorgungsstrukturen ist ganz konkret ein Weg, um Demokratisierung, gerechte Verteilung von Erwerbsmöglichkeiten, die Möglichkeit, sinnstiftend tätig zu sein und nicht zuletzt Ernährungssouveränität Wirklichkeit werden zu lassen. Und es liegt an uns, was 2030 auf dem Tisch steht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Anke Kähler.